Mein Liebes, das ist Freya. Ich mache jetzt gerade mein erstes Basic-Video und dabei möchte ich euch zeigen, wie man Nudeln kocht. Ich meine, viele Leute wissen, wie man Nudeln kocht, ist jetzt kein großes Ding. Für die Leute, die es nicht wissen, dieses Video. Dieses Video kann ich vor allen Dingen auch benutzen, um in anderen Videos darauf zurückzugreifen und zu sagen, okay, jetzt koche ich Nudeln, wer nicht weiß, wie es geht, so wird's gemacht. Aus diesem Grund diese Basic-Reihe. Nudeln kochen ist kein großes Ding, wir gehen davon aus, wir haben die ganz normalen trockenen Nudeln aus dem Supermarkt. Wir können auch irgendwann gerne nochmal ein Video machen, wo wir Nudelteig und alles selber machen. Aber im Regelfall ist es ja nun mal so, dass wir trockene Nudeln aus dem Supermarkt haben. So viel gibt es ja nicht zu beachten, aber einmal ganz kurz erklärt. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser, ist klar. Das darf ruhig reichlich Wasser sein. Denn wenn wir die Nudeln da gleich reingeben, dann wird das ganze Wasser wieder runtergekühlt und muss erst wieder heiß werden. Und damit kann man so auf jeden Fall recht schlecht kalkulieren, wie lange die Nudeln brauchen. Nudelwasser kräftig salzen. Ich habe mir irgendwo den Spruch gehört, Nudelwasser darf genauso salzig sein wie das Meer. Ja, weiß ich nicht, ey. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das wirklich ein bisschen sehr viel ist. Jetzt einfach warten, bis es kocht und wirklich warten, bis es kocht. Nicht einfach jetzt hier so ins lauwarme Wasser schmeißen. Eure Nudeln werden euch sonst ziemlich matschig am Schluss. Gerne sonst auch Deckel drauf. Wenn euer Wasser kocht, dann könnt ihr die Nudeln einfach reinfeuern und je nach Anleitung auf der Verpackung einmal kurz durchrühren und wie auf der Verpackung angegeben kochen lassen. So, und wenn ihr der Meinung seid, kurz vor Ablauf der geplanten Zeit, nehmt ihr euch einfach mal so eine Nudel raus und probiert die, vorsichtig, heiß. Und wenn die vom Biss so ist, wie ihr denkt, dass ihr sie gerne essen würdet, dann gießt ihr die ab. Bei mir dauert es noch so 30 Sekunden, die gießen wir gleich ab. Dieser Moment ist jetzt. Abgießen. Aber kurz mit kaltem Wasser drüber jagen. Nur abschrecken, nicht abkühlen. Und dann könnt ihr es eigentlich so wieder zurück in den Topf packen. Und dann am besten heiß servieren, aber jetzt das, was von unten an Dampf noch hochkommt, hält die Nudeln sogar noch ein bisschen warm. Könnt ihr noch einen Deckel drauf machen, könnt ihr Viertelstunde, 20 Minuten lang servieren. Passt so.